Ankes Gelbheiten Teil 4 von 4. Jetzt zum Schluss gibt es noch eine meiner Lieblingsübungen, um das Zwerchfell zu trainieren und gleichzeitig auch eine tolle Möglichkeit, um Reflux vorzubeugen oder wenn du schon Refluxprobleme hast, also Thema mit Sodbrennen, trainiert das auch wunderbar die Muskulatur. Bei dieser Übung atmest du ganz tief ein, nimmst die Arme gleichzeitig nach oben und beim Ausatmen achtest du darauf, dass die Arme nach unten gehen und du gleichzeitig jegliche Luft aus deinen Lungen, aus dem Bauchraum rauspresst. Wenn du das Gefühl hast, es ist alles draußen, machst du noch stoßweise dreimal und das machst du so oft hintereinander, bis wirklich nichts mehr drinnen ist. Dann wartest du für ein paar Sekunden und dann atmest du wieder ganz tief ein. Das ist der erste Teil dieser Übung, wo das Zwerchfell gut gedehnt wird. Okay, es kommt. Und ausatmen. Alles raus. Und dann danach ganz entspannt und tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder aus. Wir machen das Ganze jetzt dreimal hintereinander, wieder einatmen. Solltest du also vor dem Computer sitzen, kannst du jetzt gleich mitmachen, einatmen und ganz tief ausatmen. Zwischen mal ein bisschen entspannt durchatmen und noch ein letztes Mal. Genau. Und jetzt kommt der Zusatz, wenn die ganze Luft draußen ist, hältst du dir gleichzeitig die Nase und den Mund zu. Mund zu halten brauchst du jetzt eh nicht aktiv machen, also ich glaube, das schaffst du auch so, dass da keine Luft durchkommst, hältst dir dann die Nase zu und vom Gefühl her versuchst du Luft einzusaugen. Ja, also du versuchst dann Luft einzusaugen, ohne dass Luft reell, also in die Lungen kommt. Es entsteht dann diese Bewegung, ich weiß dann nicht, wie gut man sieht, das machst du so 3-4 Mal und dann atmest du einfach wieder ein. Gut, es geht los, also ersten Teil kennst du schon, ausatmen. Und auch diese Übung wird dreimal hintereinander wiederholt. Das sind meine Lieblings-4 Atemübungen, die ich so jeden Tag mindestens einmal mache, zurzeit zweimal am Tag. Besonders geeignet für Leute, die mit Pollenallergie zu tun haben, die vielleicht jetzt nach einer Grippeerkrankung einfach ein bisschen schwach bei Luft sind. Und ich hoffe, dass du viel Spaß beim Üben hast. Also das war Ankes Gelbheiten zum Thema Atmen Teil 4.